Hallo, grüß euch. Ich habe heute wieder ein abstraktes Aquarell. Und zwar verwende ich diesmal die Paul Rubens Metallic Aquarellfarben. Die Firma Artex, ich weiß nicht, wenn man es ausspricht, die haben mich gefragt, ob ich die gerne mal ausprobieren möchte und ob ich dazu ein Video mache. Und natürlich habe ich da ja gesagt, weil die Farben sind schon total lange auf meiner Wunschliste. Ich habe es mir aber nie gekauft, weil ich mir gedacht habe, nein, jetzt kaufst du nicht nur mehr Farben, du hast eh schon so viel. Ihr habt es gesehen, die sind total schön verpackt, finde ich. Vor allem, wenn man die verschenken will, sind die, glaube ich, ganz toll, weil halt die Verpackung wirklich klasse ist. Ich packe die jetzt einfach alle mal aus, die Farben, und dann tue ich die auf dieses Swatchcard draufmalen. Am Anfang ist es ein bisschen schwer, die erste rauszukriegen. Die haben die Namen nicht auf diesen Pfannen drauf, die sind nur auf dem Papier. Deswegen lasse ich diese Seite, wo der Name von der Farbe steht und die Nummer einfach dran. Dann weiß ich immer, was da drin ist. Ich sprühe die Farben mit Wasser oder damit die sich schon mal so ein bisschen anlösen. Dann geht es nachher viel leichter beim Malen. Das ist bei Aquarell, bei Metallic-Farben immer ganz praktisch. Das lasse ich ungefähr 5 Minuten stehen. Und jetzt male ich mal die Farben auf. Auf der Karte stehen auch die Nummern und die Namen drauf. Und zwar ist das erste Pearl Silver White, das zweite ist Pearl Platinum. Das dritte ist Flash Yellow und dann kommt Deep Interference Yellow, Deep Interference Orange. Dann kommt Royal Gold, das ist, finde ich, total schön. Das nehme ich heute her für die Seite. Dann kommt Bronze Satin, Flare Red, Deep Interference Red, Wine Red. Und als letztes kämen noch Pink und Rose Red auf der Seite. Und die haben alle ein bisschen unterschiedlichen Schimmer. Manche haben eher goldenen Schimmer, manche silbernen und manche haben genau in der Farbe oder ungefähr in der Farbe, wie die Farbe ist. Das ist Crepe Myrtle, das erste. Das hat einen richtigen, so einen bläulichen Schimmer. Also das so lila, wenn man das bewegt. Dann kommt Symphony Purple, Deep Interference Blue, Symphony Blue. Dann Shiny Blue, das gefällt mir total gut, das nehme ich auch halt her. Deep Interference Green, Fruit Green, Golden Maroon, das ist Dark Green, das ist Brown und dann kommt nur Silver Black und Flash Purple. Flash Purple ist, finde ich, total schöne Farbe, die gefällt mir richtig gut. Ich habe mir außerdem nur eine zweite so eine Swatch-Karte gemacht mit den Swatch-It-Stempeln und zwar in der Größe von dem Kasten. Das heißt, das kann ich einfach dann einlegen. Es ist, finde ich, ein bisschen praktischer, wird das große Teil. Und die Namen interessieren mich jetzt eh nicht so brennend. Ich brauche die nicht jetzt mal. Hauptsache, ich weiß, wie die Farbe ausschaut. Die Farben findet ihr auf Amazon. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich einen Gutscheincode kriege oder nicht, da schaut es am besten mir unten in die Videobeschreibung. Und was ich euch empfehlen kann, ist, dass ihr die auf die Wunschliste vielleicht drauf tut, weil die sind manchmal etwas günstiger. Da muss man mal ein bisschen schauen. Außerdem habe ich gekriegt von dem Hersteller dieses Masking Tape, also es ist ein Washi Tape und es ist halt gedacht zum Abkleben, damit man nach dem Malen einen sauberen Rand hat. Und das probiere ich natürlich gleich aus, weil das ist mir schon gerissen jetzt. Weil ich habe schon öfters Washi-Tape verwendet. Ich habe auch schon Kreppband, was man so zum Maler abkleben, Malern hernimmt, ausprobiert. Und es passiert einfach entweder oft, dass das Washi-Tape nicht gescheit hält oder dass das Washi-Tape das Papier kaputt macht. Das liegt auch manchmal einfach nur am Papier. Aber manchmal liegt es sicher am Tape und wir werden dann mal schauen, wie es nach dem Moin ausschaut.
Beim Farbschema nehme ich halt wieder eins aus meinem Farben-Swatchbook oder Farben-Skizzenbuch. Das habe ich schon mal hergenommen, da gibt es ein Video dazu, wie ich das gemacht habe. Ich hoffe, ich denke dran und verlinke euch das am Ende von dem Video. Und ich mag diese Farbkombination total gern und deswegen nehme ich die halt her. Ich mache halt eine abstrakte Seite. Ich finde, die eignet sich super, wenn man vielleicht gerade überhaupt keine kreative Energie hat oder gar nicht weiß, was man machen soll oder in irgendeinem Kreativblock drin ist. Weil da braucht es wirklich gar nichts außer Farben aufs Papier klatschen lassen und irgendwie in irgendeiner Form, wenn man dann schon ein fertiges Farbschema hat, ist es ja total einfach. Ich fange jetzt um mit dem Naples Yellow. Das ist eins meiner Lieblingsfarben. Das hätte ich nie gedacht. Ich finde das so schön. Nehme das total gern her. Und besonders in Kombination mit diesem Pinkton. Das ist entweder Opera Rose oder Brilliant. Brilliant Purpur, Brilliant Pink, Brilliant Magenta. Ich weiß jetzt nicht genau, was heißt von Schminke. Ich finde diese Farbmischung mit, von denen jetzt war, ist total schön. Das Buch ist dieses von Kunst und Papier, das Aquarellbuch. Ich mag das als Artjournal sehr gern, weil das hat ganz viele Seiten drin. Natürlich sind die Seiten nicht so dick und es wälzt sich relativ stark. Ich klammer das beim Malen dann immer fest und ich male ja nur auf der rechten Seite. Ich mag das nicht auf der linken Seite, weil das schon ein bisschen so durchkommt. Also es druckt nicht durch von der anderen Seite, aber es wälzt sich oder man sieht es einfach irgendwie. Und das mag ich dann nicht so gern. Hier verwende ich von Rosa Gallery das Crimson. Und das ist auch von Rosa Gallery das Türkis. Ich mache jetzt mit ganz normalen Farben, weil ich finde, man kann nicht eine ganze Seite mit den Schimmerfarben machen. Das wird einfach viel zu viel. Ich verwende diese Glitzerfarben hernach für Akzente und für ein paar so botanische Elemente auf dem Beutel. Ich lasse ein paar weiße Stellen auf der Seite, weil wenn man das alles vollmalt, dann schaut es oft total platt und langweilig aus. Das Ganze trockne ich jetzt ein bisschen mit dem Heißluftföhn, damit ich gleich weitermalen kann. Ich verwende jetzt das dunkle Braun, das eben auch zu dem Farbschema dazugehört. Ich schaue jetzt gerade, ob in meinem Kasten, den ich da aktuell verwende, das ist einfach ein Kasten mit meinen Lieblingsfarben, da Braun drin ist. Aber da habe ich kein so dunkles Braun und deswegen wechsle ich einfach dann zum anderen Kasten, weil mischen möchte ich mir jetzt keins. Ich trage das einfach total intuitiv auf. Ich versuche eben nicht alles voll zu malen. Ich mache einfach rundliche Formen. Ich versuche ein bisschen Kontrast reinzubringen.
Da kann man im Prinzip nichts falsch machen. Ihr könnt Formen malen, die euch gefallen, die ihr gern mögt. Ob das jetzt eher Kreise sind oder Vierecke oder manchmal mal einfach ein paar Bögen noch dazu, das mache ich später noch. Ich möchte dieses Braun ein wenig verlaufen lassen, und zwar von der einen braunen zur anderen braunen Stelle. Und dann nehme ich diesen feinen Liner-Pinsel, Liner-Brush und ziehe den einfach nass von der einen Seite zur anderen. Es ist jetzt so, dass die Farbe schon relativ nicht trocken ist, aber wenig da ist. Deswegen fließt da nicht so viel. Das möchte ich nachher nochmal ein bisschen verstärken. Die Kreise, die ich da jetzt gerade mal, die gefallen mir jetzt dann gar nicht. Da mal ich dann einfach drüber. Und das geht sogar bei Aquarellfarben, dass man einfach mal sagt, wenn einem was nicht gefällt, malt man drüber. Besonders, wenn es halt abstraktes Aquarellbild ist. Weil, mein Gott, dann mache ich halt einfach die Stelle ein bisschen dunkler. Ich habe jetzt nochmal mehr Braun drauf da und ziehe jetzt nochmal die Linien. Das Braun ist nicht so eine hochfließende Farbe, deswegen werde ich nachher einfach das Buch ein bisschen kippen, dass das da schön runterläuft. Ich möchte jetzt von den Metallic-Farben-Apps für den Hintergrund verwenden, damit da auch so ein bisschen Schimmer drauf ist. Und es tut mir leid, wenn die Schafe gerade ganz laut blöken im Hintergrund, das machen die manchmal. Das Blau, das ich da verwende, ist übrigens dieses Shiny Blue. Das gefällt mir total gut, weil es so ein bisschen ins Türkis geht. Hier verwende ich jetzt noch eins von den Pink und tue einfach auf den pinken Bereichen so ein bisschen von dieser Metallic-Farbe aufdrängen. Das fällt gar nicht so stark auf, das sieht man dann eher durch das Schimmern an der Stelle. Ich werde auf jeden Fall versuchen, viele Fotos zu machen im trockenen Zustand, wo man ein bisschen sieht, wie die Farben schimmern, damit ihr euch ein bisschen was drunter vorstellen könnt. Also mir persönlich muss ich sagen, gefällt es total gut und ich freue mich, dass ich die gekriegt habe. Ich habe mal vor einiger Zeit welche gekauft bei Amazon, also einen Kasten, nicht von dem Hersteller, sondern ich glaube von Painter Sisters für 25 Euro. Und ich habe vorher extra noch gefragt, ob die Farben einen Geruch haben. Da wurde geschrieben, na, die riechen nach gar nichts. Das stimmt aber nicht. Ich habe die Box aufgemacht und die hat voll chemisch gerochen. Und ich hab mir jetzt eben, war schon, habe mich schon gewundert, ob das jetzt an Metallic-Farben liegt und dass die alle vielleicht irgendwie riechen. Und diese Farben riechen überhaupt gar nicht. Also da riecht man gar nichts. Das ist wie Aquarellfarbe, die riecht man ja auch nicht. Und ich finde, wenn eine Farbe riecht, das kann ich echt nicht leiden. Also die Box habe ich dann damals auch sofort zurückgeschickt. Ich mache jetzt ein paar Blätter auf den Hintergrund mit den Metallic-Farben. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig durch diese Mica oder Mica Metallic Glitzer, wie auch immer, Pigmente drin.
braucht man etwas mehr Wasser, damit es gescheit läuft. Und dann wäre es aber so ein bisschen schwierig, finde ich, dass man das so schön, ja, so fein hinkriegt. Ich meine, dann ist der Pinsel vielleicht jetzt ein bisschen groß, den nehme ich zwar so für normale Aquarellfarbe her. Das finde ich wegen schwierig, liegt aber sicher nicht an der Farbe. Ich bin mir sicher, dass das bei jeder Metallic-Farbe einfach so ist. Und diesen Pinsel, da muss man sie vielleicht ein bisschen durchprobieren. Außerdem Türkis nehme ich nur einen Braunton her für die Blätter, weil das gut zum Pudel passt. Ich werde am Schluss nur Metallic-Akzente setzen, wenn man die Farben dick anrührt. Da kann man die wirklich so richtig deckend auftragen. Das mache ich dann am Schluss einfach bloß an ein paar Stellen, weil ich will das ja nicht, also dass das so überladen wird, möchte ich auch nicht. Da könnt ihr jetzt schon so ein bisschen den Schimmer sehen. Das ist echt schwer mit der Kamera, das Ei zu fangen. Das Ganze ist jetzt komplett getrocknet und jetzt möchte ich mit den Posca Paint Markern einfach nur ein paar Akzente setzen, ein paar Muster drauf machen und den Kontrast ein wenig erhöhen. Deswegen verwende ich auf den braunen Bereichen einen weißen Marker.
Der nächste Marker, den ich hernehme, das ist jetzt Korposka-Marker. Das ist ein so Edding-Acrylmarker. Ist im Prinzip das Gleiche. Einige meiner Blätter umrande nur mit Weiß, mit einem feinen Marker, damit die mehr hervorgehoben werden, damit es ein bisschen filigraner ausschaut und das Ganze ein bisschen mehr Detail kriegt. Dadurch, dass man ein paar scharfe Details hat und quasi der Hintergrund relativ unscharf und grob und verlaufen ist, kriegt man auch wiederum einen hohen Kontrast, was das einfach interessanter macht. Jetzt setze ich nur ein paar Metallic Akzente mit den Farben. Da verwende ich jetzt das Gold. Das rühre ich relativ dick an und mache einfach so ein paar kleine Ovale auf die Seite. Und das deckt wirklich 100% die Farbe ab. An ein paar Stellen möchte ich noch so eine andere Farbe reinbringen. Da verwende ich dieses Crepe Myrtle, das so ein bisschen pink mit lila ist, je nachdem, wie das Licht drauf scheint. Und das ist ein bisschen so eine Farbe, die abseits meiner Palette ist und auch nicht so ganz zum Pudel passt. Aber ich finde, dieser Akzent da drin, da darf man wirklich nicht zu viel hernehmen, ist dann recht spannend. Ja, und jetzt geht's ans Entfernen von dem Washi-Tape. Bin schon ganz gespannt. Aber ihr seht, da reißt schon mein Korkpapier kaputt. Das passiert nämlich wirklich bei manchen Papieren schon. Ich meine, das liegt bestimmt auch mit am Papier und nicht nur an dem Tape. Aber das hat echt toll funktioniert. Es ist auch nirgends was drunter gelaufen. Und ich finde, das schaut natürlich schon schön aus, wenn man das abklebt. Vielleicht werde ich das jetzt öfters mal machen. Ja, und dann ist mein Video schon zu Ende. Ich hoffe, euch gefällt das Bündel und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Und dann wünsche ich euch eine schöne restliche Woche und für alle aus Bayern einen schönen Ferienstart. Pfiat euch!